Ja, wir wollen mal schauen, wie schön Santander wirklich ist. Und zwar haben wir euch im letzten Video schon ein paar schöne Ausschnitte gezeigt. Und ja, diese Woche geht's weiter. Und zwar fangen wir mit dem Gebäude hinter mir an. Das ist die Post. Und das ist ein schönes Gebäude. Aber ich muss da jetzt auch kurz rein, weil wir erwarten noch zwei Pakete, die heute angekommen sind. Ja, gehen wir mal rein. Unser Paket ist jetzt leider noch nicht da, beziehungsweise es ist an einer anderen Stelle und die machen erst um 17 Uhr auf. Aber bis dahin schauen wir uns einfach die Stadt an und warten, bis wir dann um 17 Uhr das Paket abholen. Ja, in Santander gibt es keine wirkliche Altstadt, da es hier in der Vergangenheit öfter richtig heftige Brände gab. Aber das hier ist eine Kathedrale, die auf einem historischen Grund steht. Und zwar haben hier früher schon die Römer den Punkt als Aussichtspunkt benutzt, weil man hier in alle Richtungen gut schauen konnte. Heute ist das natürlich alles ein bisschen anders und wir sehen, Santander ist relativ modern und wenige der Häuser sind älter als 70 Jahre. Wir können euch auch einen Tipp geben, achtet auf die Mittagszeit, denn irgendwie hat hier alles seit 2 Uhr geschlossen. Ich vergesse das immer wieder sehr gerne. Aber dafür ist jetzt nicht so viel los und wir können schön Videos machen. Das ist wahr. Wir wollen noch leckere Churros essen gehen. Das sind frittierte Teigstangen, die man in Schokolade tunkt. Freut euch drauf. Mir tut's. Die Werkstatt hat uns geschrieben. Also Auto ist ja noch in der Werkstatt, wie ihr wisst, aber soll da in ein paar Tagen fertig sein. Ja, also es war schon echt viel Rost zu sehen. Die haben uns ein paar Bilder geschickt. Und da haben sie echt gut was entfernt. Ja. Krass. Ein paar Bilder von der neuen Farbe haben sie auch geschickt. Sieht noch sehr ungewohnt aus. Und ich hoffe, dass wir damit zufrieden sind und dass wir nicht zu mutig waren. Wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, sieht immer anders aus, je öfter ich es mir angucke. Ja, ne? Oh, krass. Perspektive. Also, je nach Zuckerhaushalt und Hormonspiegel sieht die Farbe ein bisschen anders aus. Ich glaube, auf Fotos kann man das auch nicht so richtig rüberbringen. Das müssen wir, glaube ich, live sehen. Naja, im Endeffekt müssen wir es nehmen, wie es dann ist. Billiges, hätten wir doch lieber einfach ein Beige genommen. Da hätten wir nichts falsch gemacht. Scheiße. Und eine heiße Schoki. Da haben wir noch Sprudelwasser. Gracias, señor. Ich wollte ein Aqua con Gas. Na, schmeckt's dir? Sehr lecker. Ich würde sagen, das hat gut geklappt. Es war jetzt hier in einem Musikgeschäft, aber das Paket war da und ich würde sagen, laufen wir mal weiter.
was zu essen, oder? Ja. Let's go. Lass uns eine Fahrradtour machen. Ja, also ich hätte mir, glaube ich, auch besseres Wetter gewünscht, aber wir wollen ja was von der Stadt sehen. Gerade eben haben wir noch richtig lange gefrühstückt und mit Luna und Robin telefoniert. Luna hat heute Geburtstag. Mit den anderen auch. Nicht nur Luna und Robin. Stimmt, ich höre gerade aus dem Off. Hanna und Tim waren dabei, Janis und Maya auch, aber es ging ja Luna an. Das Geburtstagskind. Luna und Robin fahren morgen nach Bali. Also wenn ihr da ein bisschen Bali-Vibes haben wollt, ja, dann folgt doch gerne mal der Luna oder dem Robin auf Instagram. Fahren nach Thailand, nicht nach Bali. Ja, aber sie fahren doch später auch nach Bali. Ja, oder? Aber jetzt fahren sie erst mal nach Thailand. Schon richtig erzählt. Ja gut, anscheinend war ich beim Telefon halt nicht dabei. Jetzt geht's aber erstmal Fahrradfahren. Juhu! Wir sind jetzt hier nach Puerto Chico gelaufen. Das sind ungefähr 10 Minuten von unserem Apartment weg. Und hier gibt es ganz viele Fahrräder, die man sich ausleihen darf. 24 Stunden kosten 2,40 Euro. Und das werden wir jetzt machen und erkunden damit ein bisschen den Strand. Hinter uns sehen wir das andere Ende der Bucht und da fahren wir dann heute Nachmittag auch nochmal hin. Wollen uns dann eine Fähre nehmen und so einen langen Sandstrand uns heute mal anschauen. So, erstmal die Sprache auswählen. So, ich glaube, ich brauche eine Kreditkarte. So, und hier kommt jetzt auch schon dein Ticket. So, ich würde mal sagen, jetzt können wir cruisen. Große Fahrradwege. Wird es jetzt warm so langsam, oder? Ja, es ist richtig warm, ey. Hey. Also, diese Fahrräder sind so schwer wie Elektrobikes. Nur, es sind keine Elektrobikes. So, hier sind wir schon am ersten Strand angekommen und zwar ist das der Playa de la Magdalena und das ist so dieser Stadtstrand, an dem wir letzte Woche auch schon waren. Da war der aber natürlich brechend voll, klar, schönes Wetter und Ostern, da haben sich die Leute hier gesonnt und Ball gespielt. Und Palacio de Magdalena, das ist eine königliche Sommerresidenz aus dem 20. Jahrhundert, da fahren wir jetzt als nächstes hin. Das kann man da hinten schon sehen, dieser kleine Turm, und wir fahren jetzt hier an der Küste entlang bis da nach hinten. Es war heute so ein bisschen kalt, aber es fühlt sich irgendwie so an, als wären wir hier an der Ostsee, weil das Wetter, das Graue, aber auch der Duft, das riecht hier so richtig nach Algen. Ja, irgendwie hat es so ein Ostsee-Feeling, finde ich. Als wäre man in Dänemark oder sowas. Also ich finde das schon krass, dass da hinten gerade 4-5 Kilometer von hier eine riesengroße Stadt ist und wir hier aber so mitten in der Natur sind. Und ich finde, hier kann man richtig gut, ich kann mir das richtig gut vorstellen, meine ich, wie hier früher die Schiffe entlang gefahren sind, weil man sieht überall so verteilt so ein paar kleine Leuchttürme, die hier den Weg in die Bucht geleuchtet haben sozusagen. Und vorhin haben wir auch eine riesengroße Fähre gesehen, die hinter dem kleinen Lotsenboot hinterher gefahren ist und die musste natürlich genau in der Spur bleiben, weil ja, die war fast greifbar, würde ich sagen. Und nur in der Mitte der Bucht ist das Wasser so tief, dass die Fähre da genug Tiefgang hat und nicht aufliegt. Also schon richtig spannend, das alles hier so mitzuerleben. Ist doch angesteckt. Ja, na klar habe ich angesteckt. Hä? Das ist ein Fahrrad weg. Jetzt.
Ja, das stand doch hier 10 Minuten angeschlossen. Wird uns hier echt ein Fahrrad gemobst. Ja, jetzt stehen wir hier am Park von dem Polizeihäuschen. Und der hat jetzt auch gerade jemanden angerufen, der guckt mal nach. Da hinter mir ist der Polizist, der guckt jetzt mal nach, ob irgendjemand was gesehen hat. Wir hoffen, dass wir jetzt da keine Strafgebühren bezahlen müssen. Ich glaube, die sind entweder 25 Euro oder 150 Euro. Hast du schon geguckt, oder was? Ja, ich habe schon geguckt. 25 Euro könnt ihr mit leben, aber 150, ey. Ist beides Kacke. Eigentlich ja, wir können nichts dafür, wir haben die Fahrer abgeschlossen. Ich geh für das Geld lieber essen. Ja, wir haben gerade den Polizisten gefragt, ob vielleicht das Fahrrad GPS hat, dass man vielleicht das auch so rausfinden kann, wo das ist. So. Da war es nur noch eins. Okay, kurze Planänderung. Wir haben uns gedacht, wir lassen uns davon jetzt nicht die Laune verderben. Und ich spazier noch mal ein paar Minuten. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, eigentlich ist alles voll okay. Und ich glaube, vielleicht hat derjenige, der das Fahrrad gestohlen hat, es halt einfach nötiger, wie wir, ein Fahrrad zu haben. Wir laufen jetzt mal ein Stück. Oder wir sollten heute nicht mehr. Ah, nee, das hast du schon gesagt. Ja, wir sollten einfach nicht Fahrrad fahren. Dann laufen wir halt zum Leuchtturm. Und nee, zum Leuchtturm wollen wir jetzt nicht laufen. Wir laufen nicht bis zum Leuchtturm, aber wir machen uns auf den Weg zum Leuchtturm und werden danach zur Polizei laufen. Ja, wir versuchen jetzt gerade einen Bus zu erwischen, um die 5 Kilometer zur Polizeistation zurückzulegen. Wenn wir das schaffen und das nicht zu lange dauert, könnten wir sogar noch heute die Fähre zum Strand nehmen. Aber wir müssen erstmal den richtigen Bus finden. Gar nicht so einfach. Wir sind jetzt wieder im Apartment. Wir waren jetzt die ganze Zeit noch bei der Polizei gesessen, also im Revier. Die waren aber super, super nett und haben halt quasi Bericht aufgenommen und haben dann sogar noch für uns bei dem Fahrradverleih oder bei dieser, also da, wo wir das Fahrrad geliehen haben, angerufen. Genau, jetzt sind wir aber wieder hier und wollten eigentlich noch mit der Fähre nochmal auf eine andere Insel fahren oder hier rüber zu dieser anderen Bucht, aber das wird heute nicht, es ist schon zu spät. Und deswegen machen wir das hoffentlich morgen, wenn es nicht in Strömen regnet. Aber wir haben noch was für euch. David hat nämlich eine neue Brille. Die zeige ich euch mal. Also das hier war ja meine alte Brille oder ist immer noch meine Brille. Damit habe ich den Dieb leider nicht gesehen. Aber damit würde ich ihn auf jeden Fall beim nächsten Mal sehen. Ja. Mehr oder weniger dasselbe Modell, nur in transparent. Gestern haben wir das ja nicht geschafft, auf die andere Seite der Bucht zu fahren. Aber heute ist das Wetter auch voll okay. Es ist kein Regen gemeldet. Also würde ich sagen, ab zur Fähre und auf die andere Seite der Bucht. Ja, wir sind jetzt drüben. Es fühlt sich irgendwie wärmer hier an, ist nicht so windig. Und jetzt suchen wir mal nach einem schönen Strand. Aber ich sehe gerade, da hinten sind so Schilder. Playa de Somo. Irgendwas zum Surfen. Und die Innenstadt. Ja, zum Playa wollen wir. Hast du das Wohnmobil da hinten gesehen? Ja, cool, gell? Immer wieder sieht man manchmal Wohnmobile stehen und dann sagen wir immer so, oh cool, hier könnten wir dann auch stehen. Es gab für mich nämlich nicht nur eine neue Brille, sondern auch neue Schuhe und die quietschen ganz schön. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt.
Ja, das ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht muss ich die nachher nochmal umtauschen. Ich fühle mich, als würde ich irgendwie Wasser in den Schuhen haben. Ja, die Bucht hier oben bei Santander, die ist eigentlich dafür bekannt, dass es sehr schöne und weitläufige Strände hat. So wie jetzt auch gerade Playa Puntal bzw. Playa de Sumo, wo wir jetzt auch gerade sind. Und wir schauen mal, ob wir mit der Drohne ein paar schöne Aufnahmen hinkriegen können. Ich bin jetzt schon länger keine Drohne mehr geflogen, deswegen freue ich mich da jetzt sehr drauf. Und ich glaube, hier ist genug Platz, um niemandem auf die Nerven zu gehen und um schöne Aufnahmen zu machen. So, wir sind wieder im Apartment und auch am Ende des Videos angekommen. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, uns hat auf jeden Fall der Strandspaziergang auch gut gefallen. Es war aber arschkalt und windig. Es war ja, wie in der Nordsee. Das war richtig Nordsee-Feeling. Und ja, genau, das Video hat euch gefallen. Und das Ergebnis, wie unser Van aussieht, das sehen wir morgen. Und ihr erfahrt das dann einfach im nächsten Video, haben wir uns gedacht. Ja, und jetzt machen wir es uns nochmal gemütlich. Der letzte Abend hier. Und dann geht's morgen los. Ja, bleibt uns wie immer munter und treu. Ahoi. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüssi. Tschüss. Guck mal, da. 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 Nein. Das ist er. Oh mein Gott. Ist er das? Ich kann ihn nicht erkennen. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind noch gar nicht fertig.